Lukas, es gibt so Spiele wie heute, wo kaum etwas gelingen wird. Eine Verkettung ungünstiger Zustände, würde ich sagen. Wie war es für dich am Platz? Ja, komischer Tag, also von Anfang an. Also das normalerweise passiert das immer im Fußball, wenn ein Schiedsrichter eine falsche Entscheidung macht, dann kommt ein Tor von einer Ecke. Aber also ja gut, der Schiri ist nicht nur einzige Schuld für diese Niederlage. Wir müssen auch, also wir hatten große Möglichkeiten. Pech gehabt bei den Elfmeter, Hasse hat nicht einen Rebound getroffen, passiert. Aber so, also gebrauchter Tag, heute ging es nicht einfach. Nächste Woche Berlin, man muss schnell die Köpfe wieder frei bekommen. Hertha hat fast gegen Bayern heute gewonnen, am Ende 1-1. Was muss man tun, um dort eine bessere Leistung abzurufen? Also immer noch optimistisch bleiben, also wir dürfen nicht uns zu große Vorwürfe machen. Natürlich müssen wir überlegen, dass wir jetzt zweimal hintereinander verloren haben. Aber wie gesagt, wir müssen auch immer noch erinnern, und wo wir herkommen. Das ist so. Das ist das, was ich immer wieder gesagt habe. Wir sind kein Spitzenteam. Wir müssen mit solchen Situationen, Niederlagen auch umgehen. Das haben wir letztes Jahr auch bewiesen und werden das dieses Jahr auch beweisen. Aber es bestätigt mich letzten Endes in meiner Aussage, dass wir im Moment da sind, aber nicht dahin gehören. Nächste Woche die nächste schwere Aufgabe in Berlin gegen Hertha BSC. Die Hertha hat fast gegen Bayern München heute gewonnen, sehr spät erst den Ausgleich kassiert. Was müssen wir dort an den Tag legen, um zu punkten? Ja, wir müssen ganz klar kompakt stehen. Wir müssen in die Zweikämpfe gehen. Wir müssen den Kampf annehmen, denn Fußball spielen können alle Mannschaften. Und da geht es in erster Linie auch darum, wie kann man dem Gegner den Schneid abkaufen. Und das geht nur über Leidenschaft, über Entschlossenheit. Und das müssen wir wieder an den Tag legen, denn nur allein mit Fußball werden wir nicht viel erreichen.